Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe es ein kleines bisschen eilig, weil ich versuche in kompakter Form nochmal die Wasseraufbereitung zu erklären mit gewissem Anspruch auf Vollständigkeit. Was heißt das? Das heißt, dass in 95% der Situationen, in die irgendwer kommen kann, indem er sein Wasser aufbereiten möchte, das Wissen, was ich hier vermittle, ausreichen dürfte, um dann genau Bescheid zu wissen, was man in der Situation zur Wasseraufbereitung tun sollte. Die 5% anderen Fälle, die sind hier nicht abgedeckt. Das sind dann super Spezialfälle und dafür braucht es einen super Spezialisten, der A, in solche Situationen kommt und B, dann hoffentlich auch sowieso schon weiß, was in solchen Situationen zu tun ist. Und da meine ich jetzt zum Beispiel irgendwelche expeditionsartigen Touren oder sowas in die Richtung. Da herrschen natürlich dann nochmal teilweise andere Bedingungen oder auch bei der Zombie-Apokalypse. Auch da herrschen andere Bedingungen, weil man ja nicht weiß, ob das jeweilige Zombie-Virus auch über das Wasser vertrieben wird oder eben entsprechend nur durch Bisse der Zombies oder durch den Schleim, den die Zombies zum Beispiel absondern könnten. An der Stelle noch der kleine Disclaimer, Zombie-Katastrophe ist immer mein beliebter Platzhalter für irgendeine erdenkliche Katastrophe, die ziemlich unwahrscheinlich, aber nicht völlig unmöglich ist. Okay, das mit der Zombie-Apokalypse ist wahrscheinlich schon ziemlich unmöglich, aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was damit gemeint ist. Gut, dann noch ein zweiter kurzer Hinweis. Es setzen sich auch noch ein paar andere YouTube-Kanäle mit dem Thema Wasserausbereitung leider zeitgleich jetzt zu mir auseinander und vor allen Dingen tut das der Joe Vogel. Dem möchte ich überhaupt keine Konkurrenz machen. Guckt bitte auch seine Videos zum Thema Wasseraufbereitung. Die sind hervorragend, die haben ja auch alle gesehen. Kurz zur Qualifikation. Wenn ich noch was über Survival lernen möchte, dann hole ich entweder ein altes Nehberg-Buch raus, genieße das mit einer gewissen Vorsicht, weil das sind zum Teil ja schon sehr alte Informationen, oder ich lese den Vogel. Ja? Dementsprechend so viel zum Thema, von dem kann auch ich noch was lernen, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Und das soll jetzt in keinster Weise eine Konkurrenz zu den Videos von Joe Vogel sein, was ich hier jetzt mache. So, und damit wären wir auch beim Punkt Nummer 1. Was man nämlich wirklich beachten muss beim Thema Wasseraufbereitung, System XYZ, was da jeweils toll sein soll oder nicht, Erfahrungsberichte sind trügerisch, weil wenn dir X erzählt, dass er eine 3-Wochen-Tour mit System Y gemacht hat und nie krank geworden ist, dann heißt das nicht zwingend, dass System Y deswegen unglaublich toll ist, sondern das heißt lediglich, dass... Kann heißen, dass das System toll ist, ja. Kann heißen, dass während der Tour von X überhaupt kein Fall gewesen wäre, wo das Wasser überhaupt verkeimt gewesen ist und der Filter möglicherweise überhaupt nicht funktioniert hat, aber er ist nicht krank geworden, weil er gar kein krankmachendes Wasser gesoffen hat. Und. Ne? Also das kann immer zig Möglichkeiten haben. Oder wenn jemand trotz Wasserfilter krank wird, heißt das auch nicht zwingend, dass der Wasserfilter schlecht ist. Das könnte auch sein, dass er den Wasserfilter kaputt gemacht hat, falsch bedient hat oder er durch etwas krank geworden ist, was der Wasserfilter gar nicht filtern kann, weil es nicht gefiltert werden kann, weil es einfach das falsche System für die falsche Krankheitsursache in Anführungszeichen ist. Und sowas muss man immer beachten, wenn man Erfahrungsberichte hört, aller der Wasserfilter XY ist super, super toll oder ist super, super scheiße, ich bin krank geworden. Und daher können wir auch nur begrenzt solchen Erfahrungsberichten vertrauen. Ein Stück weit kann man natürlich eine Statistik aufmachen. Leute, die berichten, dass mit ihrem Wasserfilter alles gut war, im Vergleich zu Leuten, die berichten, dass sie während sie den gleichen Wasserfilter in Verwendung hatten, eben doch krank geworden sind. Und da kannst du dann theoretisch ein Positiv-zu-Negativ-Tabellchen machen und dann da irgendeinen Wert rausziehen und damit potenziell so halbwegs objektiviert die subjektiven Erfahrungen mit Wasserfiltern oder Wasseraufbereitungssystemen generell irgendwie vergleichen. Das ist aber immer noch eine hoch unsichere Angelegenheit und wir haben es einfach nicht mit einer exakten Wissenschaft zu tun, weil jeder Darm ist anders. Und da jeder Wasserfilter für jeden oder Wasseraufbereitungsmethode für jeden anderen Darm irgendwie ein bisschen anders funktioniert und auch der Anwender unterschiedlich sorgfältig sein Wasser aufbereitet, auch wenn eure Erfahrung möglicherweise eine andere ist oder irgendwer im Internet eine andere Erfahrung schreibt, als das, was ich hier jetzt erzähle, kann es sein, dass die Recht haben, muss nicht zwingend und darum versuche ich mich hier auch eher allgemein zu halten, wie die einzelnen Systeme funktionieren sollten.
Außerdem auch häufig wird diskutiert, ob der nicht mal jemand einen Datensatz dazu hat oder das nicht mal getestet hat, ob der entsprechende Filter nicht mal die nicht dicht ist und so weiter und so fort. Sämtliche auf dem Markt verfügbaren Wasseraufbereitungsmethoden wurden getestet, mehrfach auch unabhängig und sind in den Tests jeweils hervorragend gewesen und haben immer genau das gemacht, was draufsteht. Das sind Labortests unter Laborbedingungen. Die Praxis ist möglicherweise was anderes. Die Praxis kann aber auch immer wieder anders sein und damit kann man das auch nicht standardmäßig in einem Labor testen. Das ist schlicht nicht möglich. Wir müssen hier also einfach den Herstellern der Wasseraufbereitungsmethoden vertrauen oder nicht vertrauen oder einem, den wir uns rausgesucht haben, vertrauen oder halt nie Wasser trinken. Und das könnte schwierig werden. Ne? Ja, das sind so die generellen Möglichkeiten und Dinge, die ich dazu noch mal sagen wollte. So, dann ist es wichtig, wie dringend müssen wir unser Wasser eigentlich aufbereiten? Da kann man so grob als Faustregel drei Regionen auf dem Planeten unterscheiden. Weit weg vom Äquator, so ungefähr in der Mitte und am Äquator. Ja, weit weg vom Äquator heißt Nord-Süd-Halbkugel, ziemlich weit Nord oder ziemlich weit Süd. Da ist es kalt. Und weil es da kalt ist, haben da die meisten Mikroorganismen sehr lange Entwicklungszyklen und sind sehr langsam dabei, überhaupt irgendein Wasser zu verkeimen. Das heißt, die Chance, dass man sich da was Böses einfängt, ist sehr gering. Dass da irgendwelche Chemikalien ausgetreten und ins Wasser gelangt sind, ebenfalls sehr gering, weil da wohnt kaum einer. Soll heißen, in den entlegenen Gebieten der Nordhemisphäre, im Süden ist ja eigentlich nur die Antarktis, da werdet ihr wahrscheinlich nicht hinwollen, dann habt ihr sowieso kein fließend Wasser vor Ort. Oder es ist gerade tatsächlich ein bisschen Schnee, der schmilzt, das wollen wir jetzt mal nicht völlig ausschließen, aber ja, egal. Und für die Nordhemisphäre gilt jedenfalls, dass fast jede Pfütze Trinkwasserqualität hat, also die Nord-Nordhemisphäre. Da ist das nur geringfügig ein Thema, überhaupt Wasser aufbereiten zu müssen, habe ich eigentlich noch nie wirklich viel gemacht. Ich glaube, insgesamt vielleicht dreimal eine Mikropur-Tablette wo reingeschmissen in den vielen, vielen, vielen Tagen, die ich irgendwo im hohen Norden unterwegs gewesen bin. Ne? Ist mir nie was passiert. Aber auch das ist jetzt nur ein individueller Erfahrungsbericht und kann man auch schlecht verallgemeinern. Trotzdem ist es so, im Norden ist die Wasseraufbereitungsnotwendigkeit geringer als zum Beispiel in den gemäßigten Breiten. Da befinden wir uns, das geht so ungefähr bis maximal noch Spanien, Richtung Süden runter. Und da ist eine gewisse Wasseraufbereitung sicherlich sinnvoll, einen kleinen, einfachen Filter dabei zu haben, der nicht alles kann, aber doch eine gewisse Sicherheit darstellt, ist eine sehr gute Idee bei uns. Und im Zweifel, gerade wenn man sowas dabei hat, sollte man in der Natur vorgefundenes Wasser, wenn man sich nicht sicher ist, das ist das, was wassersicher ist, einfach mal eben ein bisschen aufbereiten. So, und dringend notwendig ist die Aufbereitung dann im Bereich des Äquators, plus minus Tropen, Subtropen. Da kann sich aufgrund der eher hohen Temperatur sehr schnell alles mögliche Zeug im Wasser vermehren. Da werden viele Pflanzenschutzmittel tendenziell in der Landwirtschaft eingesetzt und die landen auch irgendwie im Wasser. Also es gibt zig Gründe oder irgendwelche Chemiewassertests auf einer kleinen Insel im Golf von Panama beispielsweise, gibt es zig Gründe, weshalb man da sehr, sehr vorsichtig mit dem unaufbereiteten Verzehr von Wasser sein sollte. Manche Wasser sollte man am besten eben überhaupt nicht verzehren bzw. trinken. Ne? Also da nur so grob als Faustregel, wenn ihr irgendwo hin wollt, wo es warm ist, ist Wasseraufbereitung eher ein Thema, als wenn ihr wohin wollt, wo es kalt ist. Ne? Und bei uns so mittel. An die Stelle gehört noch der Hinweis, je näher Mensch, desto aufbereiten. Soll heißen, wenn man im Dorf unterwegs ist und will da was trinken, dann sollte man es aufbereiten. Es sei denn, es steht explizit Trinkwasser dran in Ländern, die so ein Trinkwasserschild überhaupt kennen. Gibt's das da nicht, dann erst recht im Dorf unbedingt aufbereiten. Auch gilt das natürlich neben dem Dorf, in der Großstadt, hinter der Großstadt und vor allen Dingen geografisch bzw. höhenlagentechnisch unterhalb von Dörfern und oder Städten, weil Wasser fließt bekanntermaßen bergab und wenn man von der Siedlung aus dem Berg runter geht, dann fließt einem das Wasser aus der Siedlung hinterher und wird von der Siedlung kontaminiert. Also da gilt auch, je näher man an der Siedlung dran ist, desto wichtiger ist Wasseraufbereitung. Ist weit und breit kein Dorf, dann ist es eben nicht so wichtig bzw. nicht notwendig, wie gesagt, je nachdem, wie nördlich oder südlich auf dem Planeten man sich befindet. Das sind so grobe Faustregeln, gilt nicht immer hundertprozentig allgemein, aber zumindest mal so, um sich ungefähr klar zu machen, je nachdem, wo man hin möchte, wie wichtig ist da so grundsätzlich das Thema Wasseraufbereitung.
Was macht uns überhaupt krank, wäre dann das nächste Kapitel. Da gibt es im Grunde drei Kategorien, vereinfacht ausgedrückt. Einmal Viren. Viren sind bekanntermaßen kleine böse Arschlöcher, die uns bekanntermaßen gerne krank machen, indem sie in den Körper eindringen, irgendeine Zelle okkupieren, deren DNA beeinflussen, sage ich jetzt mal in irgendeiner Form, dass die Zelle macht, was der Virus will. Und was will der Virus? Ja, der will reproduziert werden, sich vermehren, um dann weitere Zellen zu befallen. Irgendwann sind wir ganz böse krank. Sowas kann theoretisch auch übers Wasser passieren. Dazu muss man allerdings, also so eine Infektion mit so einem Virus, dafür muss man allerdings wissen, humanpathogene Viren, ja, also nicht irgendwelche Viren, sondern Viren, die für Menschen gefährlich sind. Nicht jeder Virus ist automatisch für uns gefährlich. Das muss schon ein spezifischer sein, der sich auf Mensch spezialisiert hat oder zumindest auf menschartige Tiere wie Primaten oder im allerkrassesten Fall noch auf Säugetiere allgemein. Den finden wir nur da, wo sich auch Wirte aufhalten, weil die Viren nicht ewig lange überdauern können und eigentlich nur dann ins Wasser gelangen können, wenn sie durch den Wirt, in dem sie bisher gewesen sind, ins Wasser gelangt sind, weil der schwimmen gegangen ist, weil der ins Wasser gepinkelt hat, weil der andere Dinge ins Wasser getan hat. Ja, könnt ihr euch ausmalen. Das heißt, Viren sind für Wildnistouren seltenst ein Thema, eigentlich gar keins, wenn man eben nicht in siedlungsnahen Bereichen unterwegs ist, höchstens noch ein Thema bei der einen Hütte im ganzen Nationalpark zum Beispiel, irgendwo im Nirgendwo, bei der dann halt sämtliche Wanderer Halt machen und daneben den Bach in Häufchen setzen und dann kann es sein, dass dieser Bach dann eben entsprechend auch mit den Viren der jeweiligen Wanderer kontaminiert ist. Ja, befindet man sich aber mitten im Nirgendwo, sind Viren eigentlich nie ein Thema, weil humanpathogene Viren, wie gesagt, können nur da sein, wo es auch Menschen gibt. Gibt es da gar keine Menschen, kannst du dir auch kein humanpathogenes Virus holen. Das muss man wissen. Wenn man speziell eine Wasseraufbereitungsmethode gegen Viren mit sich rumschleppt, ist das möglicherweise einfach Quatsch, weil kann nicht sein, ne? In den Tropen sollte man auch gegen Viren immer was dabei haben, weil die Tropen sind krass und da muss man eigentlich mit allem rechnen, sicherheitshalber, ergo auch mit Viren. Ansonsten weder in den gemäßigten Breiten noch im Norden müsstest du was gegen Viren mitnehmen. Es sei denn, du planst, um Dorf drumherum zu laufen oder ständig durch Dörfer zu laufen etc. pp. Dann wiederum schon. Ja, das wäre zum Thema Virus zu sagen. Wichtig ist noch, Viren sind sehr, 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 sehr klein und flutschen durch die meisten Siebe, sprich Filter, durch. Dafür sind sie meistens mit den gängigen Methoden kaputt zu machen. Wenn man sie kaputt gemacht hat, zerstört hat, ihre Struktur zerbröselt, gekocht, geplatzt, was auch immer hat, dann sind die kaputt und richten keinen Schaden mehr an. Ja? Das ist wichtig. So, zweite Kategorie von Dingen, die uns krank machen. Ich fasse es zusammen als Zellen. Ja, und mit Zellen meine ich irgendwelche kleinen Lebewesen, die aus einer Zelle bestehen. Dabei ist es für die praktische Anwendung relativ egal, ob es sich jetzt um ein Prokaryont oder ein Eukaryont, sprich um ein Bakterium oder ein kleines Tier beziehungsweise eine einzellige Pflanze handelt. Das ist wurscht, das sind alles kleine einzellige oder theoretisch auch ganz wenig mehrzellige Lebewesen, die eben potenziell, weil sie halt so klein sind, bei uns in den Körper eindringen können, durch natürliche Öffnungen, durch Blut oder eben einfach durch getrunkenes Wasser über Magen-Darm und dann da Schaden anrichten, indem sie meistens unsere eigenen Zellen dann kaputt machen, um aus den Bestandteilen der Zelle dann ihr eigenes Zeug, eigenes Süppchen zu kochen oder einfach die Zellen, die sie kaputt gemacht haben, aufzufressen, um sich zu reproduzieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie können auch parasitär irgendwo in der Darmschleimwand leben oder was auch immer für lustige Dinge tun, sind jedenfalls ziemliche Scheißteile, richten auch die schlimmsten Erkrankungen an, die man durch verunreinigtes Trinkwasser bekommen kann. Ne? Bakterien, Huren, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Ist zwar heutzutage in den meisten Regionen der Welt kein großes Thema mehr, in manchen hingegen sehr, sehr wohl. Und ist, wenn mal eben nicht die Antibiotika sofort griffbereit sind, auch gar nicht so einfach loszuwerden. Nicht zu sagen, gar nicht.
nicht loszuwerden und dann durchaus auch eine potenziell tödliche Geschichte, wenn da eben nicht moderne Medizin zur Verfügung steht. Das gilt also auch für Wildnistouren. Wenn man jetzt nicht einen halben Arzneischrank mit sich rumschleppt, sollte man sowas versuchen zu vermeiden. So, da das Lebewesen sind, die Zellen, können wir die töten. Ja, dann können sie das, was sie so tun, nicht mehr durchführen und weil sie sehr kleine Lebewesen sind, sind sie eigentlich so mit ziemlich allem zu killen, was sonst auch Zellen killt, nämlich potenziell Alkohol, sonstige desinfizierende Maßnahmen, radikale Sauerstoffverbindungen, zum Beispiel Ozon, Chlor, Chlorverbindungen oder schlicht Hitze. Ja, dann platzen die einfach, weil es ihnen zu heiß wird. Man kann sie zum Teil auch einfrieren, dann gehen sie ebenfalls kaputt, weil sich das Wasser in ihnen selbst ein Stück weit ausdehnt und sie dann platzen. Das kann bei manchen funktionieren, ist aber kein verlässliches Mittel bei jeder dieser Zellen, die da uns potenziell krank machen könnten. Also da gibt es viele Möglichkeiten und der Vorteil ist, Zellen sind erheblich größer als Viren und passen damit durch die gängigen Wasserfilter im Regelfall schon gar nicht mehr durch. Ein Wasserfilter, der nicht in der Lage wäre, ein kleines Bakterium auszufiltern, der hat auf dem Markt eigentlich nichts zu suchen. Damit sind die eigentlich prädestiniert für den klassischen Filter in Form von, also wirklich einen super feinen Sieb. Anders braucht man sich einen Filter nicht vorzustellen. Das trifft es dann schon ganz gut. Protozoen bzw. eben eukaryontische Einzeller, kleine Tiere, wenn man so möchte, die sind noch deutlich größer als ein Bakterium und die passen dann da erst recht nicht durch. Zwar erzeugen die die schlimmsten Krankheiten, sind aber auch mit Anführungszeichen am einfachsten aus dem Wasser rauszubekommen. Das ist dahingehend eine recht faire Angelegenheit, ne? So, und dann gibt es als dritte Gruppe von Dingen, die uns krank machen, noch irgendwelche chemischen Verunreinigungen. Das kann sein das berühmte Schwermetall, das häufig diskutiert wird. Die meisten sogenannten Schwermetalle, die man im Wasser finden kann, das kann mal sein Arsen, das kann mal sein Blei, das kann mal sein Quecksilber, sowas in die Richtung. Meistens auch Elemente, also ne, nicht eine Verbindung von Quecksilber mit irgendwas, sondern direkt Quecksilber. Das kann man finden in Gewässern in der Nähe von Bergbauregionen weltweit, weil das Zeug normalerweise nicht an der Oberfläche ist, aber in den Tiefen teilweise schon und dann in Form von Abraumhalden konzentriert wird. Und wenn da es dann drauf regnet und das Wasser aus der Abraumhalde rausfließt und das aufsüffeln wir dann, kriegen wir möglicherweise erhöhte Konzentrationen der zum Beispiel genannten Dinge Intus. Ja, so ein Zeug ist häufig dahingehend böse, weil es sich im Körper anreichert, nie mehr so wirklich loszuwerden ist und uns dann langsam vergiftet. Bei ein paar Schluck macht das nichts. In einem Survival-Szenario, wo man dringend was trinken muss, damit man jetzt nicht gleich verdurstet, wäre es besser, dann lieber sowas zu trinken, um nicht zu verdursten, anstatt dann halt eben irgendwann in 80 Jahren, je nachdem wie jung man ist, ne, oder auch in 60 oder in 40 oder morgen, ein Problem damit zu haben, dass man halt eben sich irgendwie einen angereicherten Bleicocktail in den Körper eingelagert hat, weil man sehr viel von diesem Wasser gesoffen hat. Ne? Also es ist kurzfristig meistens kein Problem. Daher die Angst vor, wenn man mal einen Schluck Wasser irgendwo in der Natur trinkt und dann weitergeht, vor Schwermetallen, die kann ich euch ein Stück weit nehmen. Die geringe Menge, selbst wenn man aus der Abraumhalde säuft sozusagen, die geringe Menge, die man mit einmaligen, kurzen, ein bisschen mengenmäßig wenig Wasserkonsum aus so einer kontaminierten Wasserstelle zu sich nimmt, das sollte im Regelfall keine bleibenden Schäden verursachen, es sei denn eben, wie gesagt, man macht das regelmäßig. Ja? Neben den langfristig wirksamen Dingen, die per chemischer Verunreinigung im Wasser drin sein können, gibt es auch Dinge, die sofort wirksam werden, wie zum Beispiel Gifte. Unter Giften würde ich jetzt mal alles verstehen, was man kennt als Pflanzenschutzmittel, Dünger, manche Düngemittel, irgendwelche Pestizide, Insektizide, das sind ja alles Pflanzenschutzmittel. Oder wirklich absichtlich ausgebrachtes Gift, wie Rattengift, das ins Wasser gelangt sein kann und. Solche Dinge, das ist immer ein Thema in der Nähe von Siedlungen. Natürlich können auch einfach ausgelaufene Waschmittel, eine Flasche Shampoo, die irgendjemand oben am Bach verwendet hat, um sich
Wash and Go? Nee, ja, ist egal. Jedenfalls angenommen, jemand verwendet ein Shampoo großflächig oben im Bach und du willst unten am Bach ein paar Kilometer weiter gerade dein Wasser auffüllen, in dem Moment, wo dieses Shampoo in verdünnter Form gerade vorbeifließt und das säufst du dann mit, schmeckst du hoffentlich, wenn die Verdünnung nur gering ist und es trotzdem ein Shampoo war, wo irgendwas drin ist, was du nicht verträgst und da dürften einige Bestandteile drin sein, die man nicht wirklich saufen sollte, dann langt das auch schon. Ja? Also all sowas zählt als chemische Verunreinigung. Es gibt noch ein paar Stoffe aus der Natur, die ins Wasser gelangen können, die möglicherweise für uns auch ein Problem sein können, nämlich eben extrem giftige Pflanzen und deren Inhaltsstoffe. Allerdings sind die meistens nicht so hoch konzentriert, dass das im Wasser nennenswert eine Rolle spielt. Und da müsste man schon mit einer der giftigsten Pflanzen der Welt zu tun haben und die direkt neben dem Bach wachsen und gerade einen Riss in der Rinde haben, wo der Saft rausträufelt und der fließt direkt in den Bach und dann trinkt man 5 Meter weiter draus. Also das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Aber potenziell immer noch theoretisch möglich. Gut, damit haben wir das im Grunde. Ne? Übrigens, ein Klassiker sind natürlich auch bei bewirtschafteten Räumen, wo Chemikalien ins Wasser gelangen können, dass da natürlich auch eine Viehwirtschaft betrieben wird und dann die Viehhinterlassenschaften ebenfalls ins Wasser gelangen können. Was dabei aber uns dann krank macht, sind wieder Zellen und oder Viren, die dann eben übers Vieh möglicherweise auch auf den Menschen übertragen werden können oder erst vom Mensch aufs Vieh, im Vieh vermehrt, dann ins Wasser und dann wieder in den nächsten Mensch. Auch sowas wäre dann vorstellbar. Ne? Also das ist zwar mehr oder weniger in derselben Quelle vorkommend, aber ein anderer Erregertyp und auch anders zu behandeln. So. Was uns dann bringt zu, angenommen, wir sind mit dem UFO abgestürzt und müssen jetzt auf einem fremden Planeten überleben und dabei sollte man, oder halt irgendwo auf diesem Planeten, dabei sollte man Folgendes beachten in einer sogenannten Survival-Situation. Ne? Trinke kein trübes, stinkendes, gefärbtes, schaumiges und unbewegtes und oder unbewegtes Wasser. Wenn einer dieser Punkte der Fall ist, dann besser nicht trinken, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Hat man ums Verrecken keine andere Wasserquelle zur Verfügung, ich sag's nochmal, ne, damit man es nicht nochmal gleich zurückspulen müsst, kein trübes, stinkendes, gefärbtes, schaumiges oder unbewegtes Wasser. Was heißt unbewegt? Eine Pfütze, wo sich das Wasser, keinen Zufluss und keinen Abfluss hat und einfach nicht in Bewegung ist. So, also diese Typen von Wasser nach Möglichkeit einfach nicht trinken. Punkt. Ja? Hat man, was wäre dann die Alternative? Naja, ein schnell fließender, super klarer, fröhlich vor sich hin plätschernder Bach ohne Trübung, ohne Färbung in einer menschenleeren Umgebung zum Beispiel. Ne? Am besten noch direkt aus der Quelle. Das sind so Fälle für positives Wasser. Bei einer Quelle muss man allerdings aufpassen, wenn es eine Quelle ist, wo das Wasser einfach aus dem Boden raussickert, dann ist das eine sehr flache Angelegenheit. Da schauen auch gerne diverse Tiere vorbei, insbesondere zum Beispiel Wildschweine, die sich dann in der Quelle direkt suhlen und da alles zuscheißen. Wildschweine haben viele Keime, die auch für uns gefährlich sind. Da muss man dann zum Beispiel dann wieder ein bisschen aufpassen. Aber nur so als Beispiel. So. Hat man also in dieser Survival-Situation keinen professionellen Wasseraufbereiter dabei, dann hilft am besten abkochen. Ja, hilft auch nicht gegen alles, kommen wir noch zu, aber am besten ist immer von den improvisierten Methoden abkochen. Auch gut ist die sogenannte UV-Sterilisierung oder auch SODIS genannt tatsächlich. Dabei füllst du einfach dein Wasser in ein Gefäß, das kann eine PET-Flasche sein und gucken, dass die PET-Flasche auch schön sauber ist. Gegebenenfalls, wenn Kratzer dran sind, kann man die vielleicht einfach ein bisschen rauspolieren mit Sand und Spucke, mit Sand und ein bisschen Wasser, sowas in die Richtung, damit das Ding richtig schön glänzt und sauber ist. Besser sind übrigens die dickwandigen PET-Flaschen, die 15 Cent Pfand geben, als die dünnwandigen PET-Flaschen, die ja heute die Mehrheit darstellen, die 25 Cent Pfand geben. Ja? So, und
Ja, weil, warum sind die dickwandigen besser? Na, weil man die schöner polieren kann und dann werden die relativ klar und dann geht das Licht da ganz gut durch. Andererseits ist die Wand wiederum dicker, also man kann sie streiten. Ja? Jedenfalls sollte man dann das Wasser da eben mit in so einer sauberen Flasche, ohne Etikett logischerweise, in die Sonne legen und dann kommt es darauf an, wie intensiv die Sonnenstrahlung ist. Je nachdem, wo man sich befindet, irgendwas zwischen 2 Stunden und 24 Stunden, nicht, dass es 24 Stunden hell wäre, aber halt solange der Tag dann eben dauert, in der Sonne liegen lassen und irgendwann ist dann alles tot, was da drin ist. Wieso? Dazu kommen wir auch gleich noch. Ne? Also das ist die zweitbeste Survival-Methode, um Wasser aufzubereiten. Ich würde sagen, abkochen ist immer noch in jedem Fall zuverlässiger und die UV-Desinfektion funktioniert halt ab einem gewissen Breitengrad nach Norden oder bei schlechtem Wetter quasi gar nicht mehr. Also das muss man sich auch klar machen. Abkochen kann man hingegen eigentlich immer, wenn man irgendeinen Brennstoff findet, mit dem man ein Feuer zu Gang bringt und überhaupt in der Lage ist, ein Feuer zu bringen, natürlich. Ja. Sogenannte improvisierte Self-Made- oder Survival-Wasserfilter sind alle Schrott. Ja? Die sind lediglich besser als nix. Bevor man also gar nichts macht, um sein Wasser aufzubereiten, dann kann man sowas anwenden. Aber vorher wäre es noch viel besser, die Zeit und den Aufwand eben einfach ins Herstellen eines Feuers, Bereitstellen eines Feuers zu investieren und zu versuchen, das Wasser abzukochen. Daher will ich auch gar nicht weiter auf sogenannte Survival-Wasserfilter eingehen. Der Klassiker ist die PET-Flasche, in die man Gras, Sand, Holzkohle und was man halt sonst noch an lustigen Dingen findet, wie Stofflumpen und Ähnliches stopft, da dann das Wasser durchfließen lässt und angeblich kommt es dann klar am unteren Ende raus. Was bei der Methode aber ignoriert wird, ist, wenn das Wasser wirklich verkeimt ist, dann reichen ein paar Tropfen verkeimtes Wasser im sauberen Wasser, damit das saubere Wasser ganz schnell auch wieder verkeimtes Wasser ist und diese paar Tropfen fließen einfach zwischen Wand der PET-Flasche und Füllung der PET-Flasche am Rande vorbei und gar nicht durch die verschiedenen Filterstufen, die man mühsam in die PET-Flasche reingebaut hat. Das heißt, das hilft nur bei ohnehin nur leicht verkeimtem Wasser, um die Keimzahl etwas zu reduzieren. Und der mögliche Anwendungsfall, wo du leicht verkeimtes Wasser nur zum Trinken hast, das dich ohnehin nicht wirklich viel krank machen würde, dann macht es dich noch deutlich weniger krank, wenn du so einen improvisierten Survival-Wasserfilter verwendest. Aber das war's dann auch mit dem Anwendungsbereich von dem Ding. Ist das Wasser wirklich richtig scheiße verkeimt, dann ist es das auch hinterher, auch nach der Survival-Wasserfilterung ebenfalls noch. Da kann eigentlich wirklich nur als improvisierte Methode abkochen, abkochen und nochmal abkochen empfohlen werden. Übrigens ist es ein Mythos, dass man das Wasser ewig lange abkochen muss. Es gibt zwar Keime, die erst nach sehr langem Kochen kaputt gehen, die sind aber nicht im Regelfall nicht humanpathogen. Oh, vielleicht gibt es inzwischen einen, die Keime machen ja auch weiter mit ihrer Evolution. Es hat sich inzwischen was Krasses rausgebildet, dass da so schlimm ist, dass man es ganz lange abkochen müsste, aber bekannt ist jedenfalls kein humanpathogener Keim, der irgendwie, keine Ahnung, 10-minütiges Kochen, was hin und wieder mal empfohlen wird, wirklich benötigen würde, um dadurch kaputt zu gehen. Da reicht einmal kurz aufkochen. Streng genommen reicht auch einmal auf 75 Grad oder sowas bringen, dann sind die auch schon hin. Aber sicherheitshalber, wenn man ja kein Thermometer dabei hat, sollte es schon sprudeln kochen, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Gut, so viel zur Survival-Wasseraufbereitung ohne technische Hilfsmittel. Wenn wir technische Hilfsmittel dabei haben, und das hoffe ich doch sehr, für längere Touren zumindest, gibt es da 1, 2, 3, 4, 5 theoretische Methoden, die man anwenden kann mit Vor- und Nachteilen, und die gehen wir jetzt durch. So, hier sei noch mal ganz kurz der Disclaimer ausgesprochen. Ich nenne konkrete Namen und Hersteller. Ich habe von keinem dieser Hersteller in irgendeiner Form den Auftrag, sein Produkt zu bewerben. Habe keinerlei Kooperation mit irgendwem von denen und mit den entsprechenden Firmen wirklich nichts zu tun, außer dass ich teilweise ihre Produkte besitze, die ich dann ganz regulär gekauft habe. Ich habe da nie was geschenkt bekommen von denen. Oder sonst irgendeine werbliche Vereinbarung mit den entsprechenden Firmen. So, das wäre also gerade nochmal wichtig, das vorneweg. Ich nenne die jeweiligen Produkte deswegen, weil sie relevant sind, weil sie sehr viel genutzt werden, relativ einfach zu beziehen sind und eben gewisse Erfahrungswerte zum jeweiligen Produkt vorhanden sind. So, zunächst mal
chemische Wasseraufbereitung. Das ist eine Angelegenheit, die gibt es schon sehr lange. Die kennt man vielleicht noch von der Bundeswehrzeit. Da gab es im EPA auch so Wasserankeimungstabletten, zumindest früher, die dann mitgeliefert wurden, mit denen man dann hätte sein Wasser aufbereiten können, was sich viele nicht getraut haben, weil man Angst hatte, dass das Zeug giftig ist. Kann man heute ein Stück weit bestätigen, allerdings nur in großen Mengen und eigentlich auch nur bei nennenswerter Überdosierung, dass das wirklich Probleme hätte verursachen können. Aber naja, jedenfalls gibt es bei der chemischen Wasseraufbereitung im Grunde meiner Meinung nach drei bewährte Stoffe, die da zum Einsatz kommen können, nämlich einmal Chlordioxid. Das ist das Zeug für quasi Großmengendesinfektion, ein ganzes Schwimmbad zum Beispiel, aber auch für Wassertanks etc. pp. Oder halt, wenn es billig sein soll, weil man sich zum Beispiel in einem Entwicklungsland befindet und was anderes nicht zu kriegen ist, funktioniert zuverlässig, genauso zuverlässig wie das andere Zeug, ist aber am gesundheitsschädlichsten, wenn man das Wasser hinterher noch trinken möchte, mit gewissen Anführungszeichen, aber das müssen wir hier nicht weiter vertiefen. Natriumhypochlorid ist das Zeug, was in Mikropur-Produkten der Firma Katadyn drin ist. Das ist vielleicht der Klassiker der chemischen Wasserentkeimung. Das ist ein Schweizer Unternehmen, das eigentlich sich nur mit Wasseraufbereitung auseinandersetzt, stellt Filter her, stellt eben Mikropur her, hat ewig lange Tradition und ja, entsprechend gut durchdacht und lange auf dem Markt und überprüft. Ist das Produkt, das muss man hier also wirklich positiv erwähnen, dass das nicht ein Start-up der letzten 10 Jahre von einem US-amerikanischen Unternehmen ist, deswegen müssen die nicht schlecht sein, ne? Aber sondern eben schon sehr, sehr viel Erfahrung mit Katadyn-Produkten auf dem Markt vorhanden ist und die eben sehr oft, sehr lange, sehr zuverlässig funktioniert haben. Das ist eine Tatsache erstmal, ne? Natriumhypochlorid ist deutlich weniger aggressiv als Chlordioxid. Das heißt nicht, dass es weniger die Dinge, die im Wasser sind, umbringt. Bringt es schon sehr zuverlässig um, aber hinterher im Konsum des Wassers reagiert sich das Ganze mehr oder weniger an der Magenschleimhaut ab und richtet dann im Darm keinen großen Schaden mehr an. Das heißt, das Wasser ist, wenn es dann im Darm ankommt, wo es dann potenziell schädlich wäre, wenn da noch viel Chlor drin wäre, ist das schon alles abreagiert und tut nichts mehr. Ja, daher die verträglichste Variante. Das muss ich kurz per Voice-Over nachholen, hat es irgendwie nicht ganz, hat nicht sehr ganz funktioniert im Wald draußen. Silberionen werden häufig auch genannt, um eben Wasser aufzubereiten. Bei direktem Kontakt mit verschiedenen Keimen sind die mindestens mal statisch für den Keim, heißt, er kann sich nicht mehr vermehren. Manche töten sie auch ab, sind aber bei weitem nicht so zuverlässig, wie das bei Chlorpräparaten zum Beispiel der Fall ist. Und daher können die prima geeignet sein, um eben die Vermehrung von Keimen zu verhindern. Das heißt, du hast ein sauberes Wasser und möchtest gerne, dass das sauber bleibt. Dann kann man Silberionen zugeben, dann bleibt das Wasser auch sauber. Aber wenn das Wasser schon verkeimt ist, bekommt man mit Silber nur einen Teil der darin enthaltenen Keime tot. Das heißt, das reicht nicht, um das Wasser wirklich sicher zu entkeimen. Und daher ist es so ein bisschen ein Außenseiter bei den Wasserentkeimungsmitteln. Kann man verwenden, wenn man zum Beispiel ohnehin sehr sicheres Wasser hat, zum Beispiel in Skandinavien, um nochmal ein bisschen die Keimlast zu reduzieren und um auch nochmal sicher zu gehen. Dafür schmeckt das Zeug nicht so schlecht, wie das bei Chlorwasserentkeimungstabletten oder Tropfen der Fall ist. Aber ja, ich wäre da höchst vorsichtig mit dem Zeug. Und im Übrigen, wenn man das ständig trinkt, Silber wird der Körper so gut wie gar nicht mehr los. Dann kann es auch zu einer Silbervergiftung irgendwann mal kommen. Man läuft silbern an, das ist kein Witz, das gibt es tatsächlich. Und ja, also da wäre ich vorsichtig. Da ist Chlor zwar im ersten Moment reaktiver und schmeckt auch furchtbar, aber ja, also ich bin kein Fan von dem Zeug auf gut Deutsch. Allein schon wegen der geringen Wirksamkeit ist es ohnehin nicht wirklich eine Alternative. Sämtliche Chlorpräparate, wo irgendwas mit Chlorid darin steht, im Namen hinterlassen einen Chlorgeschmack. Den kann man dann wieder mit einem anderen Präparat auch wieder rausmachen, wer das möchte, wen das nicht stört. Oder wer ganz lange wartet, dann verliert sich der Chlorgeschmack auch irgendwann. Dem kann das dann egal sein. Ne? So, großer
also die Wirkung von chemischen Präparaten basiert darauf, dass alles, was lebt, getötet wird und Viren zerstört werden. Ja? Sämtliche Biomaterialien werden von dem Zeug einfach zersetzt, das zerbombt und zerfetzt die Zellen oder die Viren, die im Wasser unterwegs sind. Das kann man sich so bildlich vorstellen. Ist hocheffizient, funktioniert auch bei trübem Wasser. Dann sollte man allerdings die Menge, die man dem Wasser zugibt, erhöhen und ist dann, wenn man eben die Menge richtig kalkuliert, auch außerordentlich zuverlässig, wirklich alles zu töten, was in dem Wasser irgendwie lebendig ist. Ja, das ist die Wirkungsweise. Das ist so simpel es klingt, so simpel ist es auch schlicht und ergreifend. Es ist ein kurzfristig gegen Zellen wirkendes Gift, aber nicht gegen uns wirksames Gift. Wir können das hinterher also immer noch trinken. So, jetzt gibt es den Sonderfall, der bei den anderen Methoden auch noch eine Rolle spielt, weil die chemische Wasserentkeimung macht die Zelle ja kaputt. Ist jetzt in der Zelle, die kaputt gemacht wird, ein Gift drin, das kann mal vorkommen, dann tritt das Gift ins Wasser aus und ist dann immer noch im Wasser. Manche der Gifte werden auch durch das zum Beispiel das Chlor zerstört oder denaturiert und sind dann nicht mehr giftig. Andere Gifte sind halt immer noch giftig. Ja? Und das Problem haben wir übrigens auch beim Abkochen von Wasser, bei den Survival-Methoden, um dahin nochmal zurückzukehren. Abkochen ist ziemlich sicher, mit der einen Ausnahme, dass es eben die Zellen zum Platzen bringt, das Gift dann austreten kann und wenn es sich um ein temperaturresistentes Gift handelt, manche gehen auch einfach dadurch kaputt, dass die Temperatur 100 Grad beträgt vom Wasser, bestenfalls 100 Grad, ja, manche eben nicht und dann sind die immer noch im Wasser. So, und das ist jetzt das Problem bei fast allen Methoden, die die Zellen, die uns krank machen, kaputt machen. Handelt es sich um Zellen mit einem Gift, ist das Gift hinterher im Wasser. Ja? Und die einzige Methode, wie man das dann verhindern kann, dass das Gift im Wasser landet, ist, dass man die Zellen eben nicht kaputt macht, sondern filtert. Oder alternativ man Wasser verwendet, in dem solche giftigen Zellen halt nicht drin sind. So, und was sind giftige Zellen? Überwiegend Cyanobakterien. Das sind bekanntermaßen die Grünen unter den Bakterien. Hahaha, politischer Witz. Nein, Spaß. Ja? Sie sind trotzdem grün, weil sie eben Photosynthese können, bilden ganze Teppiche, ganze Bakterienrasen. Man kennt das von Seen, die umkippen sozusagen. Dann kann eine Folge zum Beispiel diese sogenannte Algenblüte sein. Die Algenblüte kann auch unabhängig vom Umkippen eines Sees entstehen. Aber wenn sich ein grünlicher Belag, der nicht die Entengrütze ist, auf dem See bildet, dann ist es häufig eine Massenvermehrung von Photosynthese betreibenden Bakterien. Und die haben fast alle die Gemeinsamkeit, dass eben Gift in ihnen, den Zellen selbst drin ist. Und wir sie dann mit Abkochen zwar tot bekommen, aber das Gift eben nicht deaktivieren können. Und gleiches gilt für chemische Wasserentkeimung. Wir kriegen die Zellen tot, aber das Gift bleibt im Wasser. Ja? Das heißt, man muss bei der Wasserentnahme darauf achten, keine Cyanobakterien zu erwischen, falls man chemisch oder thermisch das Wasser aufbereiten möchte oder mit diversen anderen Methoden. Ich sage es aber jedes Mal noch dazu. Und wie macht man das? Naja, man entnimmt Wasser eben nur aus Fließgewässern. Warum ist das besser? Naja, wenn das Wasser schnell fließt, dann können sich da keine Photosynthese betreibenden Bakterien sammeln und die müssen am gleichen Ort, an der gleichen Ort und Stelle bleiben. Die dürfen sich nicht ständig bewegen, sonst funktioniert mit der Photosynthese nicht. Die müssen einigermaßen stationär sein. Und das klappt in schnell fließendem und kräftig fließendem Wasser halt einfach nicht. Weshalb man davon ausgehen darf, dass es da dann nie zu einer Photosynthese betreibenden Bakterienansammlung gekommen ist. So ein Wasser ist also safe. Soll heißen, für chemische Wasseraufbereitung oder Abkochen immer einfach fließend Wasser verwenden und dann kann einem da in Sachen Photosynthese-Bakterien eigentlich nichts passieren. Eigentlich. Natürlich sollte das fließende Wasser auch nicht der direkte Ablauf eines Sees mit sichtbaren Cyanobakterien sein. Das wäre dann auch wieder dämlich, sondern schon ein länger fließendes Stück Bach, ne? Von dem man vermutet, dass da oben nicht noch ein kontaminierter See ist, im besten Fall. So. So, und weil das wichtig ist, hier nochmal in aller Deutlichkeit, Cyanobakterien sind wirklich gefährlich. Es gibt zwar auch welche, die nicht krank machen, aber das können wir niemals unterscheiden. Da gibt es keine Möglichkeit, daher müssen wir davon ausgehen, dass sie gefährlich sind. Es helfe nicht, ausdrücklich nicht,
Abkochen, UV-Methoden, einmal die PET-Flasche in der Sonne oder eben in Steripen oder sonstige UV-Entkeimungen, falls aus irgendwelchen Gründen noch was anderes verfügbar sein sollte. Und auch nicht irgendeine Form der chemischen Wasseraufbereitung, mit einer Ausnahme die Silberionen, die können ein bisschen helfen. Das macht die Sau aber nicht fett, also bloß nicht denken, dass man mit denen jetzt irgendeinen Erfolg erzielen kann. Wenn da viele Cyanobakterien unterwegs sind, dann helfen ein paar Silberionen da auch nicht weiter. Nur der Vollständigkeit halber, wenigstens ein bisschen wirksam wären die, aber nicht machen. Ne? So, deswegen folgendes tun: entweder Wasser filtern mit einem Filtersystem, das ich gleich noch beschreiben werde, oder Vermeidung von Teichen, kleinen Seen oder sehr langsamen Fließgewässern. Jetzt bitte auch nicht in Panik ausbrechen. Die Vermeidung von Teichen, kleinen Seen oder langsamen Fließgewässern ist sehr einfach. Normalerweise hat man da nie nennenswerte Schwierigkeiten, sowas aus dem Weg zu gehen. Hat man einen Filter, hat man natürlich noch einen Bonus, weil man dann auch da sein Wasser holen muss und weniger lange Wasser suchen muss, gegebenenfalls. Ein bisschen flexibler sein kann bei der Wahl des Lagerplatzes, wenn man abends sein Wasser wieder auffüllen möchte. Aber man muss wirklich nicht in Panik geraten. Es ist sehr, sehr einfach, sich vor potenziell cyanokontaminiertem Wasser zu schützen. Und falls man mal einen Tümpel findet, der tatsächlich einen grünen Belag hat, sichtbare Algen oder tatsächlich auch schon komisch riecht und wirklich nicht schön aussieht, das gilt übrigens auch für gelbliche Verfärbung. Oder auch theoretisch so ein bisschen was ins Rötliche gehen, gibt es hin und wieder auch mal. In so einem Fall nicht draus trinken. Ja? Also Wasser, das ganz offensichtlich komisch aussieht, sollte man gar nicht trinken. Das war's. So viel zur zu der Sache mit den Cyanobakterien, zurück zur chemischen Wasseraufbereitung. Der große Vorteil der chemischen Methode ist, das Zeug ist sehr klein. Ja, das ist ein winziges Päckchen mit vielen, vielen Tabletten. Das ist sehr, sehr leicht, leichter als alles andere. Und gerade auch, weil sie so leicht sind, kann man davon auch ruhig ganz viele mitnehmen oder auch ein paar Tropfen mitnehmen. Das reicht auch für ewig viel Wasser in der Aufbereitung. Tropfen sind auch präziser zu dosieren. Bei der Tablette musst du eine Tablette nehmen, kannst nicht anderthalb nehmen. Die sind so klein, die lassen sich nur sehr schlecht halbieren und so weiter. Beziehungsweise du kannst schon, aber es ist mühsam. Muss man aber selber wissen, ob man Tropfen oder Tabletten lustiger findet. Ich mag lieber Tabletten. Und dann ist das eigentlich eine sehr zuverlässige Angelegenheit. Ja, das waren die Vorteile. Nachteile sind, nur Zellen und Viren werden abgetötet. Gegen alles andere hilft es überhaupt nicht. Also sprich gegen chemische Verunreinigungen. Es erzeugt meistens einen schlechten Geschmack. Und man muss eine Zeit lang warten, bis das Ganze wirkt, je nachdem, was im Wasser ist, was man vermutet, was man töten möchte, bis zu 2 Stunden. Normalerweise aber nicht länger. Das kann nervig sein, das ist aber sicherlich nicht lebensbedrohlich, jetzt noch weitere 2 Stunden auszuhalten, bis man sein Wasser dann endlich trinken kann. Gut, so viel dazu, ne? Zweite Methode, UV-Wasserdesinfektion. Die ist, wenn sie professionell durchgeführt wird, mit einem Gerät im Grunde dasselbe wie das mit der Flasche, wenn man sie in die Sonne legt. Hatten wir erwähnt bei UV-Desinfektion, bei den Survival-Wasseraufbereitungsmethoden. Aber hier kommt zum Einsatz im Grunde eigentlich nur Geräte ein und derselben Firma, nämlich von Steripen. Da gibt es verschiedene Modelle, die sind auch im Laufe der Jahre immer besser geworden. Die Einsteigermodelle von vor 20 Jahren oder was kann man heute eigentlich nicht mehr wirklich empfehlen. Was du aktuell so kaufen kannst, ist aber ziemlich zuverlässig. Da drin befindet sich eine Bleiglas, glaube ich, Hochleistungs-UV-Lampe in diesen Pen. Und irgendwie entweder ein verbauter Akku oder Batterien, die man austauschen kann. Und wenn du das Ding ins Licht, ins Wasser steckst, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht, dann geht die Lampe an und dann rührst du ein bisschen und das UV-Licht brutzelt im Prinzip alles, was sich im Wasser an Lebewesen befindet. Alles, was lebt, kann durch UV-Strahlung getötet werden, wenn es nicht einen speziellen Schutz besitzt. Das ist bei wasserlebenden Organismen nie der Fall. Dadurch, dass sie sich im Wasser befinden, ist das für die Schutz genug. Darum haben die keine schützende Hülle.
die sie vor der UV-Strahlung abschirmen würde. Und man kann sie dann eben durch eine ins Wasser gehaltene UV-Lampe ganz wunderbar zerbrutzeln. Ja, die sind dann sicher tot. Das ist auch eine sehr, eben deswegen sehr sichere Methode. Aber jetzt kommt der große Nachteil. Das kann man gleich von Anfang an sagen. Das funktioniert nur bei klarem Wasser, weil die Lichtstrahlen sozusagen durchs Wasser auch ordentlich unterwegs sein müssen. Und ist das Wasser zu trüb, zu dreckig, zu schmutzig, dann oder zu gefärbt, dann können die eben nicht richtig im Wasser unterwegs sein und dann brutzeln sie eben auch nicht alles weg. Es spricht im Übrigen nichts dagegen, die Behandlung mit UV-Strahlen mehrfach durchzuführen. Einmal sollte laut Herstellerangabe reichen, zweimal kannst du trotzdem machen und wenn du dir sicher sein willst, machst du es halt noch ein drittes Mal, da passiert dann nichts mehr. Wenn da schon alles tot ist, richtet zusätzliche UV-Strahlung keinen großen Schaden mehr an. Das war's aber auch dann. Ne? Die Dinger brauchen Strom, die Dinger können kaputt gehen. Diese Bleiglaslampe ist relativ empfindlich. Man muss also einfach ein bisschen drauf aufpassen. Wenn du sie gut einpackst in irgendwas, was sie dämpft, dann geht die Lampe auch nicht kaputt. Und wenn du sowieso was dabei hast, das dich unterwegs mit Strom versorgt, sprich eine fette Powerbank zum Beispiel, ein Solarpanel, irgendwie sowas in der Richtung, dann kann man das Ding auch immer wieder aufladen, sofern es einen Akku hat. Wenn nicht, muss man entsprechend viele Ersatzbatterien dabei haben. Das geht schon. Mehr oder weniger haben sich die UV-Wasserdesinfektionsmittel auf dem Markt am wenigsten durchgesetzt. Alles andere ist fast erfolgreicher. Das mag daran liegen, dass es irgendwie ein bisschen umständlich scheint und dass die Geräte nicht ganz billig sind. Und wenn sie kaputt sind, dann musst du halt ein komplett neues kaufen. Beziehungsweise die Birne, ich weiß nicht, ob man die inzwischen austauschen kann, aber bis dahin ist der Akku auch hin, bis die Birne hin ist. Von daher, ja, kann man machen. Ich habe so eins. Ich fand das eigentlich auch immer ganz cool. Aber ich benutze inzwischen auch andere Methoden, der Ehrlichkeit halber. Ja? Aber wer sagt, das ist mein Ding, dann bitte gerne. So, dann gibt es Filter. Bei den Filtern möchte ich zwei Kategorien von Filter unterscheiden. Das ist zum einen der Hohlmembranfilter, heißt er so, Hohlfasermembranfilter. Das sind namentlich einmal der Sawyer Squeeze, der Sawyer Mini, diverse andere Produkte von Sawyer, der Lifestore und der Katadyn Be Free und vielleicht noch zwei, drei andere Modelle von anderen Herstellern, die ein bisschen weniger bekannt sind als die eben genannten. Die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip, dass da mikroskopisch kleine Löcher in hohlen Fasern angebracht sind und diese hohlen Fasern ins Wasser reinragen und dann mit Druck das Wasser durch die mikroskopisch kleinen Löcher in die Faser gepumpt wird, durch die Faser durch und dann am anderen Ende da rauskommt, wo wir es dann trinken wollen. Ob das denn jetzt in eine Flasche gespült wird, in den Becher gespült wird oder direkt in den Mund, spielt dann keine große Rolle mehr. Das kann man dann direkt trinken. So, das System ist so simpel wie einfach. Es handelt sich quasi einfach um ein wahnsinnig feines Sieb. Als wahnsinnig feines Sieb passen da nicht durch einzellige Tiere, sprich eukaryontische Mikroorganismen. Die haben überhaupt keine Chance, da durchzupassen. Die sind viel zu groß. Was auch nicht durchpasst, ist bei 99% der Modelle auf dem Markt Bakterien. Die gehen ebenfalls nicht durch, die sind ebenfalls zu groß. Die Löcher sind zu klein. Das ist wie ein Sieb, ne? Ganz einfach. Die passen nicht durch die Gitterstäbe. Der Panzerknacker im Knast passt ja bekanntlich auch nicht durch die Gitterstäbe. Der muss auch erst die Säge organisieren oder was auch immer. Ja? Nachteil, die meisten dieser Hohlfasermembranfilter sind nicht so fein von der Lochung her, dass auch Viren nicht durchgehen würden, weil Viren sind wirklich verdammt klein, gegen die helfen die im Regelfall nicht. Es gibt einzelne Modelle, die das trotzdem tun oder zumindest tun sollten. Hier möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, dass wenn man sich im zivilisationsfernen Bereich aufhält, Viren aber auch nicht wirklich ein Thema sind und man nicht mit einem Virenvorkommen rechnen muss, außer direkt neben der Hütte, wo alle hinscheißen. Und dann geht man halt woanders sein Wasser holen. Das ist aus verschiedenen anderen Gründen ebenfalls ratsam. Ja? Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Soll heißen, diese Dinger sind A, billig, B, durchaus potenziell leistungsfähig und C, sehr, sehr klein und einfach mitzunehmen. Und es tut einfach nicht weh, so ein Teil mit sich rumzuschleppen. Drum haben die sich auf, ich sag mal, 90% der Outdoor-Touren, die weltweit so gemacht werden, als Standardwasserfilter mehr oder weniger durchgesetzt. Welches Modell das letztendlich
letztendlich jetzt sein soll, das muss man immer so ein bisschen für sich selber entscheiden. Je kleiner es ist, desto weniger Wasser geht durch, desto länger dauert der Filtervorgang, desto schneller ist es verschmutzt und muss gereinigt werden, desto schneller ist es aber auch so sehr verschmutzt, dass man es irgendwann auch nicht mehr reinigen kann. Das ist erfahrungsgemäß auch irgendwann der Fall. Das kann mal sehr lange dauern, mal sehr schnell gehen. Das kommt darauf an, wie dreckig das Wasser so ist, dass man üblicherweise filtert. Also wie gesagt, die Modellentscheidung, da will ich jetzt nicht weiter zu sagen, außer ich selber mag den Katadyn B-Free am liebsten. Ich mag die Sawyer-Dinger nicht so, aber das ist eine Bauchgefühlentscheidung. Dafür gibt es ein paar rationale Argumente, da kann man aber auch wiederum ganz anderer Meinung sein. Im Grunde ist es wirklich relativ wurscht, welchen dieser Filter man da nimmt. So, Nachteil. Ein zentraler Nachteil all dieser Hohlfasermembranfilter ist, man merkt es nicht, wenn die kaputt sind. Wenn einem da eine dieser Fasern kaputt gegangen ist, ein großes Loch aufweist, wo jetzt auf einmal auch Krankheitserreger durchpassen, dann wird man das im Regelfall nicht sehen. Manchmal sieht man es doch, allerdings dann nur beim Katadyn B-Free, weil da die ganzen Fasern sichtbar sind. Bei einem Sawyer hast du keine Chance, das zu sehen. Der ist ein geschlossenes System, da siehst du überhaupt nichts. Und ja, dann geht halt das Dreckwasser auch durch und du wirst das nicht merken, außer wenn du irgendwann Scheißerei hast, dass dein Filter dann automatisch offensichtlich nicht mehr funktioniert hat. Das passiert sicherlich nicht allzu oft, es kann aber passieren. Was mich dabei halt wirklich nervt, ist die Tatsache, dass man keine Chance hat, das zu merken oder nur eine geringe Chance hat, das zu merken. Beim B-Free, wie gesagt, kann man es theoretisch sehen, muss man aber ganz genau hingucken und das Ding regelmäßig sehr, sehr stark kontrollieren. Es gibt angeblich Techniken, wie man das auch beim Sawyer sofort merken kann, aber da wäre ich einfach insgesamt ein bisschen vorsichtig. Gerade auch die ganzen Hacks, wie man aus den Sawyer-Filtern einen universellen besten Wasserfilter aller Zeiten machen kann, da wäre ich wirklich ein bisschen vorsichtig mit dem Zeug. Das klingt zum Teil einfach alles ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Die Dinger sind gut, die sind gerade auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her wirklich klasse, aber wenn eben dir jemand erzählt, dass er mit folgenden Hacks damit 7 Milliarden Liter bisher gefiltert hat und nie krank geworden ist, erstens weiß ich nicht, ob man das glauben kann, zweitens wäre er wahrscheinlich auch ohne den Filter ebenfalls nicht krank geworden oder zumindest nur in ganz wenigen Fällen, in denen der Filter dann wohl funktioniert hat. Ja. Gut, also da muss man vorsichtig sein. Das ist der zentrale Nachteil dieser Dinger. Beschädigungen kriegst du nicht mit. So, deswegen Filter, Expeditionsniveau mit Kohlefaser-Element. Kohlestaub, Aktivkohle-Filter-Element oder Kartusche. Ne? Da ist der Unterschied folgender. Wir haben wiederum ein Sieb. Also einfach ein super, super feines Material mit ganz feinen Öffnungen, wo Krankheitserreger nicht durchpassen. Und wir haben meistens bei den professionellen Modellen zusätzlich noch ein Innenleben mit Aktivkohle. Aktivkohle ist gereinigte Kohle, also ein organisches Material, das deswegen gereinigt wurde, damit die ganzen, ja ich sag mal, funktionalen Gruppen, wer sich noch an den Chemieunterricht erinnern kann, die eine organische Verbindung wie Holzkohle aufweist, auch wirklich noch reaktiv oder wieder reaktiv sind. Soll heißen, in der Aktivkohle hängen ganz viele unterschiedliche Magneten sozusagen. Die einen ziehen Positives an, die anderen ziehen Negatives an und ganz verschiedene Art und Weise. Da hängen radikale Sauerstoffe, da hängen Magnesiums, da hängen Eisens mit doppelt positiver Ladung, da hängt alles Mögliche drin. Ja? Und dieses alles Mögliche ist halt in der Lage, alles Mögliche, was da dran vorbeikommt, wie zum Beispiel jetzt Giftstoffe im Wasser, alles, was wir bisher besprochen haben, tötet ja nur Zellen bzw. Viren. Aber gegen Giftstoffe hat das bisher besprochene Zeug alles keinerlei Wirkung. Ja, bis jetzt. Die Aktivkohle ist ein Stück weit nämlich in der Lage, dadurch, dass da eben alle möglichen kleinen Magneten, Häkchen und Stöpselchen in der Aktivkohle drin sind, da kann dann auch mal ein passender Giftstoff entsprechend in der Aktivkohle hängen bleiben. Ja, oder ein Quecksilber oder ein Blei oder sowas in der Richtung. Ein Stück weit. Dabei muss man wissen, Aktivkohle ist erstens nicht das gleiche wie Holzkohle. Holzkohle ist im Prinzip
auch ein Stück weit in die Richtung wirksam, aber viel weniger effizient. Viel, 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 viel weniger. Ja, weil die eben nicht gereinigt ist und nur ganz selten hier und da mal einen Punkt hat, wo wirklich mal was rausgefiltert wird, während Aktivkohle eben haufenweise dieser filternden Punkte, sage ich jetzt einfach mal, besitzt. Ja? Und damit wird A, der Geschmack vom Wasser verbessert, gerade wenn es sich um Dreckwasser handelt, schmeckt das nicht unbedingt immer sehr lecker. Und B, eben die Menge an potenziell giftiger Chemikalien, übrigens auch die nicht giftigen Chemikalien, die werden da genauso rausgefiltert, aber eben auch die giftigen, die bleiben da in der Aktivkohle hängen. Und das kann eben die Menge an giftigem Zeug, was man zu sich nimmt, deutlich reduzieren. Und das ist auf jeden Fall was Gutes. Ne? Ganz raus kriegt man es damit nicht, aber deutlich reduziert. Damit ist also so ein sogenannter Expeditionsfilter oder alles andere, was noch ein Aktivkohle-Element dazwischen geschaltet hat, hintergeschaltet, vorgeschaltet, was auch immer, besser ist hintergeschaltet, ist da also nochmal deutlich leistungsfähiger als alles, was wir bisher hatten. Expeditionsfilter erwähne ich auch deswegen, weil die wirklich seit Jahrzehnten im Einsatz sind. Das sind zum Teil große, so lange Stäbe, so dick, sehen so aus wie die große Pfeffermühle beim Italiener, ungefähr, und haben eine massive Pumpe, mit der man auch viel Wasser durchpumpen kann. Ein großes Filterelement mit hoher Durchflussrate. Und dabei ist wichtig, je größer das Filterelement, desto schneller die Durchflussrate, aber desto später verstopft es auch. Und hast du nur Dreckwasser, was du filtern kannst, verstopft dir ein kleiner Mini-Filter, so ein Hohlfasermembranfilter, verstopft dir viel schneller als so ein fetter Expeditionsfilter. Und aufgrund ihrer Größe lassen die sich auch komplett auseinanderbauen, kontrollieren, ob irgendwas gebrochen ist oder kaputt ist, gegebenenfalls auch ein bisschen wieder sauber machen. Und man kann das Filterelement, so man dann noch ein zweites dabei hat, was man tun sollte für expeditionsartige Touren, kann man das auch austauschen, dann funktioniert das Ganze wieder wie von vorne wie neu. Das gleiche gilt für den Aktivkohleeinsatz, der ist auch separat austauschbar, weil irgendwann ist die Aktivkohle einfach voll. Da sind sämtliche Austauscherplätze an der Aktivkohle mit irgendwas belegt, was da im Wasser drin war und jetzt nicht in uns ist, das ist gut. Und da muss man es halt austauschen. So, Haken, das ist teuer. Ja, das kostet richtig Geld. Solche Expeditionsfilter, wenn man die dann auch regelmäßig verwendet, da bist du schnell mal wirklich geldlos. Ne? Das ist der große Haken. Aber durch die langen Jahre der Verwendung haben die einfach den größten Erfahrungswert. Durch die nachgewiesene Verwendung in Gegenden, wo das Wasser wirklich allerunterste Schublade ist und trotzdem ist keiner krank geworden, sofern diese Filter im Einsatz waren, haben wir da einfach die verlässlichsten Erfahrungswerte, dass die Dinger funktionieren. Punkt. Ja, besser als bei einem Sawyer Squeeze, der eben größtenteils nur in Gebieten angewendet wird, wo das Wasser in wahrscheinlich 90% der Fälle mindestens ohnehin völlig problemlos trinkbar gewesen wäre und von 90% der Leute, die es dann auch, wenn es nicht ganz problemlos ist, getrunken hätten, auch wahrscheinlich verträglich gewesen wäre. Ja, also man müsste einen Sawyer Squeeze unter ähnlich beschissenen Bedingungen anwenden und dann würden viele Leute krank, wie eben die Expeditionsfilter, um da wirklich einen Vergleich ziehen zu können. Drum kommen Expeditionsfilter häufig bei Leuten, die übrigens davon abgesehen auch von der ein oder anderen Wasserfilter verkaufenden Firma ihre Wasserfilter geschenkt bekommen haben, kommen diese Expeditionsfilter schlechter weg und diese Hohlfasermembranfilter kommen tendenziell etwas besser weg. So, ich will damit zwei Sachen nochmal kurz klarstellen. Erstens, Sawyer Squeeze, Katadyn Be Free und der Life Straw meinetwegen, die funktionieren alle. Ja, das ist nicht so, dass die nicht klappen, dass das geht. Ja, die sind auch toll und in unseren Breiten absolut ein Produkt, was man empfehlen kann. Was man aber eben nicht vergessen darf, in unseren Breiten, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, bei uns ist das Wasser zwar nicht perfekt, aber auch nicht so schlimm. In Gegenden, wo das Wasser halt wirklich schlimm ist, da brauchst du dann so einen Expeditionsfilter. Zu denen hört man wenig im Internet. Da gibt es nicht 7000 Milliarden zufriedene Nutzer und es gibt auch nicht 834 Millionen Influencer, die so einen Teil mal geschenkt bekommen
Darm haben, anders als zum Beispiel ein Sojafilter, der kostet nichts, den kannst du zuhauf an Influencer raushauen, die machen die Influencer-Marketing und erzählen, wie toll dieser Filter doch ist. Woher eben auch der hervorragende Ruf von diesen Hohlfasermembranfiltern irgendwo herkommt, gutes Marketing. Ja, während wiederum Katadyn ihren 300-Euro-Filter oder MSR, der MSR Guardian ist noch teurer, die verschenken das nicht mal so eben schnell an irgendeinen kleinen Influencer, der dann außerdem gar nicht wirklich in eine Situation kommt, wo er so einen Filter bräuchte, und damit wäre eine Review eines solchen auch irgendwie ein bisschen mit einem Beigeschmack behaftet für Leute, die sich tatsächlich mit Wasserfilterung auskennen. Also die Expeditionsfilter, wie ich sie hier zusammengefasst habe, die haben schon ihre Daseinsberechtigung, wenn man sie braucht. Und noch eine letzte Anmerkung, die sind auch jeweils für mehrere Personen gedacht. Das ist jetzt nicht ein Mensch, der durch den Dschungel stapft und so ein Ding mitschleppen soll, sondern gleich eine ganze Gruppe. Zum Beispiel ein MSR Guardian, der ist locker für 3 bis 4 Leute ausreichend locker. Selbst wenn die viel trinken, die haben eine gute Durchflussrate, und wenn da einer die ganze Zeit pumpt, dann hast du ruckizucki jede Menge Liter Trinkwasser. Das ist also überhaupt kein Thema. So, zurück zum Ben vor Ort. Achso, und nochmal, ja, ich werde jetzt wütende Kommentare bekommen, wie toll entweder der Soja Mini, der Soja Squeeze oder der Katadyn Be Free sind. Ja, aber eben nicht für expeditionsartige Touren. Ja, das müssen wir unterscheiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Wer das nicht machen möchte, der braucht diese teuren Expeditionsfilter auch gar nicht. Ja, das ist wie wenn du mit einem Porsche Zigaretten fahren holen gehst. Du könntest es aber auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen. Das ist einfach Overkill. Ja, das meine ich damit. So. Ja, um nochmal zusammenzufassen, Expeditionsfilter, Vorteil, enorme Zuverlässigkeit, großes Wirkspektrum. Ja, hilft übrigens auch gegen Viren. Meistens sind die so fein von den Poren her, dass sie gegen Viren helfen. Wenn nicht, können Viren auch in der Aktivkohle hängen bleiben. Kommt ein bisschen auf den Virus an. Und ja, Viren sind, wie gesagt, ja in den meisten Fällen auch nicht so das ganz große Problem. Falls ich übrigens jetzt ein bisschen anders aussehe, ich habe noch einen Pullover drunter gezogen, mir wurde langsam kalt. So. Nachteil, Preis, Punkt. Ja? Und Gewicht und Größe. für wen das ein Thema ist, ja, da muss man schon leiden und schleppen, wenn man dann trotz eines kleinen Rucksacks und eigentlich dem Bedarf einer leichten Ausrüstung einen fetten Pfeffermühlen-Expeditionsfilter mit sich rumschleifen möchte. Ja? Aber muss jeder selber wissen, letztendlich. So, dann gibt es noch, und zwar als letztes, die Chemoadsorptionsverfahren einsetzenden Geräte. Der Marktführer ist der Grail, was auch immer. Den habt ihr wahrscheinlich inzwischen schon mal gesehen. Der hat eine gewisse Bekanntheit durch Seven vs. Wild erlangt. Den hatten bei der ersten Staffel ein paar Kandidaten dabei. Den hatten bei der zweiten Staffel ein paar Kandidaten dabei. Einer von denen hat ihn erstmal am Strand verbuddelt, aber und hatte dann hinterher ein bisschen Wasserprobleme. Die Dinger sind, auch wenn sie vielleicht ein bisschen overhyped scheinen und einem ein bisschen auf den Keks gehen, weil sie ja doch sehr promoted worden sind von YouTube Deutschland, sind sehr, sehr, sehr wirkungssicher und können schon potenziell sehr interessante Dinge. Das Filterverfahren basiert so ungefähr auf dem, was auch Aktivkohle tut. Soll heißen, da sind viele chemisch aktive Oberflächlein in dieser Kartusche, die in diesem Filter drin sitzt, drin, und da wird das Wasser quasi vorbeigepresst an eben diesen diversen chemisch aktiven Teilchen. Ja, und plötzlich quatscht er anders und ist asynchron. Nee, ich habe noch ein paar aktuelle Informationen mir reingezogen zum Grail-System insbesondere. Und das ist ein 3-Komponenten-Filter. Der hat einmal tatsächlich auch ein Filterelement drin, also ein Keramikpulver, glaube ich, das da einfach als Sieb fungiert, um erstmal Dreck draußen zu halten. Ne? Schwebstoffe, Sedimente, Mikroplastik theoretisch, das können übrigens alle anderen Filter auch, Mikroplastik reduzieren, je nachdem wie mikro das ist, das kommt halt immer auf die Korngröße des Plastiks an. Ist das super, 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 super klein, also Nanoplastik, dann würde es wahrscheinlich durch die meisten Filtersysteme auch durchgehen, aber das ist sowieso überall, können wir uns gleich mal mit anfreunden. Gut, 3 Komponenten, wie gesagt, die erste ist eine Siebfunktion, wie die anderen Wasserfilter auch. Die zweite ist schlicht auch Aktivkohle, also auch im Greil ist wie
Vita-Aktiv Kohle drin. Funktion haben wir schon geklärt. So, und die dritte Komponente, das ist eben das, was ich als Chemoabsorptionsverfahren bezeichnet habe. Da sind dann noch zusätzliche, chemisch aufgeladene, sage ich jetzt mal, große Oberflächen drin verbaut, an denen das Wasser entlang gepresst wird. Und diese Oberflächen enthalten dann auch wieder alle möglichen chemischen Austauscher, die dann eben mit allem, was im Wasser so drin ist, reagieren können. Das ist im Grunde für unser Verständnis, für unseren Verständnisbedarf so was Ähnliches wie die Aktivkohle, macht fast dasselbe, aber ergänzt eben noch die Aktivkohle um Dinge, die in der Aktivkohle normalerweise nicht drin sind. Wir haben also noch mehr unterschiedliche funktionale Gruppen, zum Beispiel an den Oberflächen, die eben noch mehr unterschiedliche Stoffe aus dem Wasser rausfiltern können. Und damit erreicht man insgesamt eine höhere Reduktion von zum Beispiel Chemikalien, die ins Wasser gelangt sind, als das mit Aktivkohle allein möglich wäre. Das ist also im Prinzip auch schon das ganze Geheimnis. Und dieses Rundum-Sorglos-Paket gibt es eben in diesen praktischen kleinen Kartuschen, die dann durch das Wasser durchgedrückt werden. Das ist ja ein Pressfilter. Das habt ihr garantiert schon mal irgendwo gesehen, wenn nicht einfach mal kurz googeln. Und das ist dann aber im Wesentlichen auch schon die Funktionsweise gewesen. Das ist ungefähr so groß, so in etwa, irgendwann verbraucht. Und das ist schon recht schnell der Fall, je nachdem, wie viel Zeug im Wasser so drin war, was da rausgeholt werden musste. Das kann also schon nach 30, 40 Litern verbraucht sein, je nachdem. Oder sogar noch schneller, wenn es wirklich eine ziemliche, reaktive Brühe gewesen ist, die damit gefiltert wurde. Was dazu führt, dass man je nach Tourenlänge und je nach Personenzahl einige Ersatzelemente für diesen Greilfilter rumschleppen muss. Und die sind auch nicht gerade billig. Dann ist der vielleicht oder dieses Verfahren wahrscheinlich das leistungsstärkste, was derzeit auf dem Markt zu kriegen ist, um sein Wasser sauber zu bekommen. Erwähnen sollte man noch den Konkurrent vom Grail. Das ist meines Wissens der andere Filter auf dem Markt, der mit einem ähnlichen System arbeitet. Und zwar gibt es von Sawyer eben die S-Reihe. Das ist, hier ist der S3, steht unten drauf. Es gibt auch noch S2 und S1 und je nachdem, wie hoch diese S-Zahl ist, desto krasser sind die, was die Filterwirkung angeht. Das Ding, so wie wir es da sehen können, kostet so um die 120 Euro, filtert dafür erstaunlich wenig Wasser, aber ist ähnlich wie der Greil in der Lage, so ziemlich alles da rauszuholen. Und hier gibt es auch tatsächlich konkrete Werte, wie viel der jeweils rausholt. Und zwar soll der eben auf erstaunlich geringe Werte kommen bei eben Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien verschiedener Art und eben auch die sogenannten Schwermetalle inklusive Arsen holt er bis auf ein halbwegs verträgliches Level raus. Also wenn ganz viel da ist, bleiben halt ein paar übrig, ein bisschen was kommt immer durch. Aber das wurde eben auch mit Labortests nachgewiesen. Wir haben hier also nicht, zumindest mal auf dem Papier, nicht nur eine irgendwie geartete Reduktion unserer chemischen Verunreinigungen, sondern eine konkrete. Und das habe ich jetzt so zumindest bei keinem anderen Filter gefunden. Ich meine nicht, dass ich den brauche, aber wer es Geld hat und sich auf den Weltuntergang vorbereiten möchte und den zumindest auf dem Papier leistungsfähigsten Wasserfilter haben möchte, den es gibt, dann ist es, glaube ich, noch eher der da. Ne? Aber halt wirklich, wirklich, wirklich teuer. Und was den teuer macht, ist nicht der Filter, der oben drauf hängt. Das ist ein normaler Sawyer-Squeeze-Filter. Die sind ja relativ günstig. Der wird da halt einfach zusätzlich nochmal mitgeliefert. Sondern eben diese Flasche, die drunter hängt. Und das funktioniert so, dass man quasi das Wasser in die Flasche füllt. In der Flasche ist ein Schaum. Man knetet dann das Wasser in diesem Schaum sozusagen durch. Das Wasser kommt sehr häufig mit dem Schaum in Verbindung. Und der Schaum ist halt eben mit so einem porösen Material behandelt, das wiederum sämtliche Absorptionseigenschaften, die wir auch schon beim Greil beschrieben haben, besitzt. Und hinterher wird das Wasser noch gefiltert, dadurch, dass eben der Sawyer-Squeeze-Filter noch oben drauf sitzt und hat dann dieselbe Filterwirkung, wie halt eben, wenn man alleine nur so einen Sawyer-Squeeze-Wasserfilter verwenden würde. Ne? Also ein ganz, ganz teures Vergnügen, aber wahrscheinlich hochgradig
nicht leistungsfähig. Ich weiß nicht, wie viele Liter da theoretisch durchgehen, aber ja, allzu viele werden es nicht sein. Ja, aber ja, der Preisfaktor, ne? Der Preisfaktor spielt hier eine gewisse Rolle. Das Ding ist, da eben nur eine relativ kurze Lebensdauer der einzelnen Kartuschen zu erwarten ist, wahrscheinlich langfristig gesehen die teuerste Lösung. Ja, Expeditionsfilter haben erstmal einen hohen Anschaffungspreis, aber da geht schon eine Menge Wasser durch, bis da das Filterelement ausgetauscht werden muss. Das ist eben beim Greil dann gegebenenfalls anders. Kommt aber immer so ein bisschen auf den Fall an, was man auch damit vorhat. Will man ständig einen Wasserfalter benutzen, ist man mit Expeditionsfilter billiger, braucht man nur hin und wieder mal einen, will dann gleich das Krasseste vom Krassen, dann vielleicht doch lieber so ein Grail. Es gibt alternativ zum Grail noch einen anderen auf dem Markt, der ein ähnliches System verwendet. Und zwar sind das die Sawyer S1 bis S3 Modelle. Da blende ich euch, habe ich ja zu bisherigen Produkten auch jeweils getan, mal noch ein bisschen Material zu ein, Bildmaterial. Die sind je nach Level, ich glaube S3 ist am krassesten, auch eben mit dieser absorbierenden Chemoabsorptionsoberfläche in Form eines Schaums, der diese Oberfläche aufweist, ausgestattet, und die Flasche, die man mit dem Wasser befüllt, enthält bereits diesen Schaum. Dann knetet man die Flasche durch. In dem Schaum bleibt alles hängen, was böse ist, und das Restwasser wird dann noch durch einen normalen Sawyer Squeeze Filter durchgefiltert. Das heißt, wir haben hier beides, einmal Chemoabsorption und normale Wasserfilterung durch einen normalen Wasserfilter, ja, also ein Sieb. Das ist noch mal ein Stückchen sicherer, als es eben der Greil ist, ist aber, glaube ich, sogar noch mal ein Stück teurer. Aber wir haben da halt eben durch die zusätzliche Filterkomponente ein bisschen mehr Sicherheit. So, und das war's. Das sind die momentan auf dem Markt sich befindlichen Methoden, wie man sein Wasser aufbereiten kann. Ich möchte noch drei Beispiele geben für mögliche Vorgehensweisen, wenn man auf Tour ist. Sicherheitslevel 1 zum Beispiel für eine Trekkingtour in wildnisähnlichen Gebieten, beispielsweise hochalpin oder in zum Beispiel entlegeneren Ecken von Südschweden. Da reicht meistens, das heißt meistens, da reicht in 99,9% der Fälle zum Beispiel ein Hohlfasermembranfilter, egal welcher, oder vielleicht und vielleicht noch die Option auf, wenn man sich wirklich nicht sicher ist, abkochen, falls man genug Brennstoff findet oder dabei hat, je nachdem mit welchem Kochsystem man unterwegs ist, beziehungsweise noch ein paar zusätzliche Mikropurtabletten, die man halt einfach noch so mitnimmt, um auf Nummer sicher zu gehen. Man kann aber für so eine Tour auch einfach nur Mikropurtabletten mitnehmen, gegebenenfalls mal was abkochen oder halt mal eine Tablette reinschmeißen. So habe ich bisher jedenfalls in solchen Regionen immer gemacht und es hat gut funktioniert, aber nochmal subjektive Meinung. Ne? So, Level 2. Wäre für mich jetzt schon eine ausgedehnte expeditionsartige Tour in zum Beispiel Tropen oder Subtropen, wo man ziemlich sicher sein darf, dass das Wasser kontaminiert sein müsste. Weil wenn man vom Gegenteil ausgeht und dann ist es das doch, dann hat man ein Riesenproblem, wo man auch um jeden Preis vermeiden muss, schlechtes Wasser zu sich zu nehmen, um nicht von Montezumas Rache mitten im Nirgendwo heimgesucht zu werden. Da kann das richtig gefährlich werden. Ja, wenn du in der Nähe von einem Krankenhaus oder der Zivilisation unterwegs bist und kriegst Scheißerei, dann ist das ärgerlich. Möglicherweise musst du die Tour deswegen abbrechen, aber viel mehr passiert da dann auch nicht. Also keine langfristigen schlimmen Folgen. Auf einer expeditionsartigen Tour, wo das teilweise nicht möglich ist, innerhalb von ein paar Tagen zu einem Arzt zu kommen, sondern man dafür wirklich Wochen braucht, da kann dann so ein Durchfall, wenn der einfach ums Verrecken nicht nachlassen möchte, dann auch schon lebensbedrohlich werden, und deswegen sollte man da auch wirklich sicher sein, dass man nur sauberes Wasser zu sich nimmt und da keinerlei Risiken eingehen. Ja, und in dem Fall empfiehlt sich dann halt eben auch aufgrund der großen Erfahrungswerte mit dem Ding so ein Expeditionsfilter plus Ersatzteile. Also mindestens nochmal eine zusätzliche Aktivkohlekartusche plus ein zusätzliches Filterelement, besser von beidem zwei oder gegebenenfalls zumindest mal zwei Aktivkohleteile, weil die halten weniger lang als das eigentliche Filterelement. Ja, also das wäre dann schon wichtig, und wenn man sowieso schon sowas mitschleppt, dann kann man auch noch eine Packung Mikropur als Backup mitnehmen. Das tut sowieso niemandem weh, und das ist eigentlich was in keinem Survival-Kit, was man dann spätestens für expeditionsartige Touren auch wirklich am Mann haben sollte, fehlen darf. Meiner Meinung nach.
So, und Level 3 wäre dann wahlweise jemand, der das mit dem Katastrophenschutz tatsächlich ernst nimmt. Gibt es ja immer mal wieder welche. Das muss nicht ein rechtsradikaler Spinner sein, müssen wir an der Stelle vielleicht nochmal betonen, da das häufig ja das eine oder andere Überschneidung geben kann. Ja, das kann auch jemand völlig Vernünftiges sein, der einfach für den Fall der Fälle, dass bei ihm ein Hochwasser eintritt, weil er dummerweise in der Aare-Schlucht wohnt zum Beispiel. Im Aartal, Entschuldigung, Aare-Schlucht ist ja ganz was anderes, im Aartal wohnt, dann mag derjenige vielleicht einen ganzen Stapel Greilfilter zu Hause rumstehen haben, weil tatsächlich die Chemoabsorptionsfilter für Situationen, in denen ein Hochwasser, und wenn Hochwasser ist, dann laufen auch Klärwerke über, ne? Und sämtliche Kanalisationen werden durchgespült und sämtliche Fäkalien mit allen humanpathogenen Viren, die wir so haben, landen dann im Wasser. Plus gegebenenfalls wird die Kanalisation unter einem Krankenhaus gespült. Dann landen multiresistente Keime im Wasser. Und solche Späße breiten sich da möglicherweise auch noch aus, weil ja jede Menge Nährstoffe für multiresistente Keime ebenfalls im Wasser landen. Hund, Katze, Maus zum Beispiel. Ja, oder einfach nur menschliche Fäkalien oder was auch immer. Das heißt, so eine Überschwemmungsbrühe ist das denkbar grauenvollste Wasser, was man nur haben kann, wenn es um Wasser Aufbereitung geht. Und wenn man von sowas rechnet oder auf sowas vorbereitet sein möchte, dann wäre das leistungsstärkste Filtersystem, das derzeit auf dem Markt zu haben ist, eben möglicherweise genau das, was man für so einen Zweck daheim rumliegen haben möchte. Und dafür würde ich so einen Grail-Filter empfehlen. Für keine erdenkliche Tour. Ich weiß nicht, was das für eine Tour sein soll, die ständig mit chemisch kontaminiertem Wasser zu tun hat. Wenn man aber vorhat, eine Tour durch sämtliche Klärwerke der USA zum Beispiel zu machen, durch, nicht nebendran vorbei, sondern durch, dann ist vielleicht so ein Greilfilter auch eine gute Idee. Für die allermeisten Anwendungen für Autonormalverbraucher ist es schlicht Overkill. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, und ich weiß, es gibt viele, die das tun, kann den natürlich auch für jedes beliebige andere Wasseraufbereitungsprojekt einsetzen. Wer es bezahlen möchte, spricht im Grunde wenig dagegen, außer eben Faktor Preis. So, und damit haben wir es, glaube ich, weitgehend durch. Ich habe versprochen, ich sage noch kurz was zur Umkehrosmosepumpe. Und da ist er auch schon. Das ist tatsächlich absolutes Notequipment. Hat eine furchtbare Durchflussrate. Man muss quasi den ganzen Tag abwechselnd pumpen, um genügend Trinkwasser zusammenzukriegen für ein paar Leute. Kann einen aber halt vom Verdursten retten, weil die filtert Salzwasser bzw. entsalzt Salzwasser. Leider macht so eine Survival-handbetriebene Umkehrosmosepumpe auch nichts anderes als Salzwasser entsalzen. Heißt, wenn du dreckiges Salzwasser mit jede Menge salzwasserresistenten Keimen hast, da gibt es überhaupt nicht so viele übrigens, dann hast du Pech, weil die Keime bleiben drin, nur das Salz geht raus sozusagen. Also da gibt es auch Anwendungsgrenzen der lieben Umkehrosmosepumpe, aber das ist die einzige Möglichkeit in einer Survival-Situation, Salzwasser verlässlich zu entsalzen, mit Ausnahme der Destillation. Das ist aber auch verdammt aufwendig. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, ne? Also nur der Vollständigkeit halber, eine Umkehrosmosepumpe entsalzt Meerwasser, ja, ist aber nie besonders effizient vom Durchfluss her oder Kostenvermögen, beziehungsweise wiegt dann 3 Kilo, also als Handpumpe eigentlich wirklich nur zum reinen Überleben geeignet. Umkehrosmosepumpen sind arschteuer. Wie gesagt, die Durchlaufrate ist katastrophal beschissen, aber ja, letztendlich sind sie die letzte Möglichkeit, wie man zum Beispiel auf hoher See nicht sterben braucht, weil man irgendwie an Süßwasser rankommen kann. Die Wirkung ist also derart groß, dass sowohl der Preis als auch die miese Bedienbarkeit und katastrophale Durchflussrate durchaus zu rechtfertigen sind, weil es gibt schlicht und ergreifend keine Alternative. Ja? Das ist wie die Deutsche Bahn. Auch die ist scheiße, aber es gibt keine Alternative. So, böser Bahnwitz, aber ich habe in letzter Zeit genug Zug gefahren, um da mal ein bisschen Dampf ablassen zu müssen. Und ich bin SBB gefahren und alles war gut. Oh, also Schweizer Bundesbahn für diejenigen, die das nicht wissen. Der Unterschied ist einfach nur krass. Und beim Nachhausefahren in die Deutsche Bahn eingestiegen, bumm, Verspätung. Naja,
Das war's. Macht's gut. Ich hoffe, ihr fühlt euch informiert. Wenn noch Fragen sind, bitte in die Kommentare. Wenn das Video schon länger her ist, bitte erstmal ein paar Kommentare lesen, bevor eine neue Frage in die Kommentare geschrieben wird. Das wäre sehr, sehr vorteilhaft, auch für euch, weil ob ich dann noch antworte, ich versuch's, ich kann's aber nicht garantieren. Und daher hat die Frage vielleicht schon jemand vor euch gestellt und dann findet ihr trotzdem eine Antwort, indem ihr einfach mal ein bisschen fleißig in den Kommentaren lest. Das sind erfahrungsgemäß meistens relativ viele, aber es ist möglich, die alle durchzulesen. So ein Riesenkanal bin ich dann auch wieder nicht, dass das völlig unmöglich ist. So, danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.